Ja, man fragt sich dann, wie sowas passieren kann, ne? Im Hagenbeck Zoo in Hamburg ist ein Babyelefant, nicht, sorry, Babyelefant nicht, ein Elefant im Alter von 4 Jahren gestorben. Santosch hieß er. Und ja, man fragt sich, wie das dann passieren kann, ne? Kann ich auch nicht genau sagen, warum, was, wieso. Aber ja, Elefanten werden normalerweise ja sehr alt und es ist auch natürlich schwer, auch solche Tiere dort sind ja praktisch schon in Gefangenschaft, also im Zoo, sind ja nicht in der freien Wildbahn zu pflegen. Aber man weiß nicht, vielleicht hatte der auch, war der krank, der Elefant. Ja. Wie gesagt, er ist jetzt im Alter von 4 Jahren gestorben. Er hieß Santosch. Ich denke, ich habe den da auch mal gesehen. Ich war ja mal in Hagenbeck, habe den Elefanten dort gesehen. Die haben natürlich mehrere Elefanten. Aber so wirklich sagen, ist ja nur ein Elefant jetzt tot, da kann man das nicht. Also, das ist schon, es kommt schon nicht so häufig vor. Gerade jetzt denke ich mal nicht bei Hagenbeck, aber. Allgemein natürlich sterben Tiere in Zoos. Aber ja, wahrscheinlich war er krank oder so. Auf jeden Fall Ruhe in Frieden, lieber Elefant.